As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Martin, mein Name, es ist mal wieder Mark of the Ninja Time. Und wir sind hier immer noch in unserem Schlitz, in dem wir uns das letzte Mal erfolgreich bis jetzt verstecken konnten. Bis jetzt, das heißt bei mir circa 2 Wochen an Zeit, die ich hier nicht mit dem Spiel verbracht habe. Ich habe mich ein wenig... Oh, fuck! Na, so viel dazu. Ich habe mich ein wenig in die Steuerung wieder reinfuchsen müssen. Und hoffe, dass das hier jetzt ordentlich funktioniert. Ich bin da zuversichtlich. Das letzte Mal lief es ja nicht so gut. Das sollte sich diesmal ändern. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das hier runterfallen. Rennen wir hier mal lieber durch. Da sehen wir das Ergebnis. Und wir hatten es richtig vorhergesehen. Wunderbar. Das hier ist ja echt fies. Da kann man ja gar nicht ausweichen. Da hat man sich doch tatsächlich verleiten lassen von der im Grunde einfachen... von einem einfachen Weg, das hier zu überwinden, nicht wahr? Aber halten wir uns daran nicht auf. Och nee! Verdammt! Ja, wie war das noch hier, sich besser anstellen? Verdammt, verdammt, verdammt. Oh, das ist jetzt echt ärgerlich. Oh, da komme ich gar nicht hoch. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt hier so schnappen. Er stünde wahrscheinlich ohnehin zu weit weg. Mann, 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 Mann. Schauen wir doch, was wir in unserem Repertoire hier haben. Hier sollte man sich aufbewahren. Ich weiß nicht, soll ich sowas hier... Ah, guck, er dreht sich um. Jetzt wäre ich aber beinahe reingerannt. Also heißt es hier doch eher abwarten, weil die Dinger hier sind schon ziemlich effektiv, sowohl die Insekten als auch die Terrorpfeile. Möchte ich nicht unbedingt für das hier verschwenden, wir sind ja noch ziemlich früh, also ziemlich am Anfang an diesem, in diesem Level, in diesem Abschnitt. Ach Mann! Ah. Mal ein bisschen vor. Haha. Da hätte man eigentlich gleich drauf kommen können. Tja. Man lernt aus seinen Fehlern. Okay, hier können wir uns verstecken. Gehen wir weiter hoch. Hoch sollst du. Und diesmal gucken wir erst, bevor wir handeln. Schauen wir mal, was uns hier gesagt wird. That must be the jailer. Who knows what he did to Dasan to try to make him cooperate. Hol dir die Schlüssel, um Dasan zu befreien. Hol dir die Schlüssel, ohne einen Gegenstand zu benutzen. Die Schlüssel 2 von 3? Haben wir da schon welche? Wir haben schon 2 Schlüssel. Tatsächlich. Oder fehlen noch 2? Es sind noch 2 Kreuze, dann fehlen wohl eher noch 2, die wir uns holen müssen. Wir haben ja das letzte Mal einmal erfolgreich diese Sumi geholt, diese Tinte. Und da stand es ja in Frage, ob wir an dieser Stelle schon Gegenstände benutzen dürfen. Oder nicht, oder ob uns das letztlich zum Verhängnis wird. Jetzt steht es auf jeden Fall fest, dass wir keine Gegenstände verwenden dürfen, wenn wir diese Symbole hier haben möchten, diese Siegel. Wir haben unsere Fähigkeit. Da würde ich sagen, die setzen wir mal ein. Und sehen, da oben ist auf jeden Fall niemand, der uns in den Rücken fallen kann. Da unten haben wir nicht einen Scharfschützen. Und da haben wir noch einen. Wie weit bewegst du dich hier nach oben? Wo ist er hin?
Okay, nicht ausreichend auf jeden Fall. Das heißt, wir können hier schon mal hoch. Oder sieht er uns? Oder sieht er nur durch sein Visier? Oh, das ist gerade eine gute Frage. Eventuell muss man sich ja auch so durchschleichen. Warte mal, der war jetzt gerade da, der geht jetzt hoch. Und gleich müsste der nochmal kommen. Okay, ich verstehe. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er uns nicht sieht. Ich bin mal so naiv. Bin mal so frei. Wir wissen ja mittlerweile, dass hier ist deren Sichtkegel. Und nicht deren Kopftaschenlampe. Okay, das sind eine ganze Menge Scharfschützen. Und dank unserer Maske ist das kein Problem. Da ist jeder geräuschlose Mord erfolgreich. So. Keine Gegenstände verwenden. Das heißt auch keine Lichter ausmachen. Nutzen wir. Ah, haben wir schon ausgewählt, genau. Nutzen wir nochmal die Fähigkeit. Das ist doch einer mit solch einer Leuchtpistole hier, oder? Den sollten wir uns zuerst schnappen. Wow. Scheiße. Och man, fuck. Fuck. Hey, was war das denn gerade? Habe ich mich hier am Boden festgehalten? Verdammt, da bin ich abgerutscht. Vielmehr hab's nicht bemerkt, dass es eine Falle ist. Oh, das ist mies. Warte mal, das wird mir doch aber angezeigt. Habe ich das einfach nicht gesehen? Doch, es blinkt. Ah, das habe ich nicht gesehen. Es blinkt aber deutlich schwächer als die hier oben. Wahrscheinlich mal versteckte Falle. Das war natürlich ungeschickt. Verdammt. Waren wir vorhin noch bei 10.000 Punkten, sind wir jetzt schon nur noch bei 9.000. Das ist nicht so schön. Dann wählen wir diesmal den anderen Weg, oder sollen wir es noch einmal versuchen? Mit der Idee, dass wir uns nicht verstecken, sondern den Typen gleich schnappen. Der Typ rechts, der guckt so weit nach oben, dass der Laserstrahl blockiert wird von oben. Also von hier, kann das sein? Nein, also da kommt... Doch, tatsächlich, aber so kurz. Das ist mir zu heikel. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wir machen das hier so. Wir schnappen uns jetzt gleich den Typen hier. Wobei... Wann ist denn das explodiert? Wenn ich dahinter stand oder wenn ich einfach nur da stand? Boah, Junge. Jetzt hältst du dich übertrieben an allem Möglichen fest, ja? Dann müssen wir flink... Ah, okay. Okay. Ich hätte ein paar Bedenken. Ich finde berechtigte, dass ich es nicht schaffe, ordentlich hier rüberzukommen und wieder runterzufallen. Darum hatte ich vor, hier mich runterfallen zu lassen und im Fluge, was leicht unrealistisch ist, sich nach rechts, ja, schwebend zu begeben. Jetzt checken wir die Sachen unten nochmal aus. Also da blinkt nichts. So, das ist der Typ mit dem Schlüssel. Sind wir schon so gut wie am Ziel. Ist eigentlich ziemlich dämlich, dass man Scharfschützen hier positioniert. Ich meine, die Distanzen sind ja nicht gerade groß, oder? So, dich erledigen wir sicherheitshalber. Da gehe ich jetzt kein größeres Risiko ein. Du bist
keine Falle. Dann ziehen wir dich hier ins Dunkel. Genau, das habe ich nämlich befürchtet, dass der sich hier beim Loslassen da hinten ranhängt. Jetzt ist die Frage, wie wir dich da oben kriegen. Wie ist nochmal dein Verlauf? Beziehungsweise, wo müssen wir überhaupt hin? Das hier ist alles abgeschlossen. Da geht's weiter. Ist da oben noch etwas Verstecktes, das man sich holen kann? Da unten nicht. Was ist das da oben? Das ist eine Vase, oder? Das müsste eine Vase sein. So wie hier. Na, hoch mit dir. Tatsächlich. Und das ist kein Schacht. Gut, dann haben wir ja tatsächlich alles erledigt. Ich bin beeindruckt. Wenn es auch nicht ganz reibungslos verlaufen ist. Aber immerhin haben wir den Schlüssel. Unentdeckt bekommen. Kommen wir da rüber? Ich bezweifle es. Gut, dann gehen wir hier entlang. Ein bisschen schneller bin ich bitte da. Und da haben wir einen solchen... ich weiß gar nicht, wie die heißen. Checkpoints hier. Man sich aufrüsten kann. Ich bezweifle nur, dass wir wirklich viele Punkte haben. Dann seht ihr, wir haben nur 3. Das können wir uns nicht leisten, wenn wir nicht leisten. Zusätzlichen Schutz. So oft wie wir schon angeschossen worden sind. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die Frage ist natürlich, hier wird wahrscheinlich eine verbesserte Pappschachtel kommen. Hier habe ich keinen Plan, hier habe ich keinen Plan und hier genauso nicht. Halte C und drücke linke Maustaste, um Feinde zu rutschen, in Feinde zu rutschen, was sie von den Füßen holt. Nee, werden wir nicht nehmen. Werden wir nicht nehmen. Wir nehmen hier. Wir heben hier die Punkte für die anderen Sachen auf. Und die Einstellung werden wir beibehalten. Nehmen weiterhin euch. Seid effektive Begleiter. Von Tag 1. So, da haben wir einen. Den hören wir. Und da geht's unten rum. Kurzer Blick auf die Karte. Zeigt uns, dass das hier ein abgeschlossenes System ist. Oder Areal. Ach du Schande. Boah Junge, das wäre aber beinahe echt in die Hose gegangen. Und da haben wir noch einen Hund. Das muss sich aber lohnen. Wie weit ist denn der Schlüssel entfernt? Ah, der ist sehr weit entfernt. Ist die Frage, darf ich hier das Licht ausmachen oder gilt es noch irgendwie gemäß dem Motto, wir dürfen keine Gegenstände verwenden. Gegebenenfalls hole ich mir schnell einen Schlüssel und komme wieder zurück. Weil hier muss man, glaube ich, Gegenstände verwenden. Da meine ich, kommt man nicht drum rum. Dann werden wir dich hier erledigen. Ah, da haben wir eine Glocke. Die schnappen wir. Komisch, dass wir sichtbar sind, wenn wir den erledigen. Die Umgebung ist ja immer noch die gleiche. So, wie war das andere hier noch? Uli Tätowiernadeln, unentdeckt zu werden. Okay. Also nichts mit Glocken und Gongen. Wenn das die Mehrzahl von Gong ist. Wie in den ersten Folgen. So, vorher gucken, bevor man da hingeht. Ich hoffe, ich komme noch zurück. Also wenn da irgendwo eine Tür auftaucht, die den Eindruck erwecken könnte, dass sie sich hinter einem schließt, dann lassen wir es darauf ankommen.
Okay. Sieh an. Da wird uns was gesagt. Oben ist aber niemand, der uns in den Rücken fallen könnte. Okay. Look, Dosan's tools are up there. I guess they were still hoping they could force Dosan to use them. Findet Dosans Tätowiernadeln. Moment. Dann hatten wir schon zwei Schlüssel. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mich gerade nicht entsinnen, wann wir die anderen beiden geholt haben. Na, unter den Umständen können wir natürlich Gegenstände verwenden. Wait. We should retrieve Dosan's tools before we go much further. Ja, ich gehe nicht vorwärts, ich gehe zurück. Ich weiß, das ist ungewöhnlich, aber... Da unten ist ohnehin ein abgeschlossenes Areal. Oh Mann, ey, dass du dich da einfach nicht festhältst. Halt, Moment, warte mal. Wir könnten natürlich auch die hier benutzen. Dann wachen natürlich die Hunde auf. Die Frage nebenbei ist auch, warum ich hier überhaupt rein sollte. Denn hier scheint gar nichts zu sein. Kann das sein? Also da ist nichts. Da ist nichts. Warum sollte ich hier rein? Wie dem auch sei. Genau. So, und du schießt jetzt die Hunde ab. Jawohl, wunderbar. Und jetzt begehen auch selbst mal. Oh, spektakulär. Leider scheint er nicht selbstmordgefährdet zu sein. Aber wir unterstützen ihn dabei. Wir sind ja hilfsbereit. Heutzutage ist das A und O. So. Und wie anzunehmen war, lohnt sich das nicht so richtig. Außer, dass wir natürlich Punkte haben. Naja, gut. Danke. Für diesen schönen Sprung hier. Danke. Für diese schöne Klettern. Probieren wir dich mal aus. Boah, du hast echt eine große Reichweite. Ist gut zu wissen. Also gehen wir weiter. Und hüpf. Und hüpf. Oh, oh, oh. Haben wir wieder eine Falle. Wir haben hier wieder eine Falle, tatsächlich. Die umgehen wir mal lieber. Oh, oh. Ich dachte, du gehst die Treppe hoch. Wollen wir mal die Situation prüfen. Da oben ist einer. Das ist keine Falle, keine Falle. Da ist einer. Da hängt was. Das sind zwei. Und natürlich noch so einer mit seiner Leuchtpistole und seinem Schild. Ja, du hier wirst der Erste sein. Das muss jetzt schnell gehen, bevor der andere kommt. So, und hier runter mit dir. Oh. Gut, es scheint zu unserem Vorteil zu sein. Ich hatte mir gewünscht, dass er hier oben liegen bleibt. Vielleicht hätte ich mich dann nochmal drehen sollen. Da fällt mir doch gerade tatsächlich auf, dass die Schüsse, die sie von sich geben, kein Geräusch verursachen. Also nicht so eine Schallwelle hinter sich herziehen. Da frage ich mich doch, woran das liegt. Wenn der jetzt nochmal runterfällt, dann kriegt der andere aber echt einen Anfall. Oh,
Das geht jetzt leider nicht. Wir werden das jetzt hier so lösen. Bei diesem Schock, den er da erlitten hat. Oh. Dachte, ich werde dann nicht mehr darauf achten, wohin er läuft. Aber anscheinend explodieren die, wenn sie sehr weit runterfallen. Machen wir das Licht aus. Wurden wir jetzt eigentlich entdeckt? Wir wurden noch nicht entdeckt, dann sollten wir es dabei belassen. Da ist jetzt eh schon die Hölle los. Da macht das bisschen mehr Lärm auch nicht mehr viel aus. Du da oben setzt dich nicht in Bewegung, oder? Dir ist es... Ah nein, du bist schon am Suchen. Alter, willst du dich nicht mal umbringen, der Hund? Das muss man mal wirklich sagen, sonst sind die doch echt sehr labil. Na komm, dann beweg dich ein wenig vor. Erledigen wir das noch einmal für dich. Ach Mann. Ich möchte nicht entdeckt werden. Danke. Immerhin. Ein Blick auf die Karte verrät uns, oben ist unser Ziel. Also gehen wir erst einmal unten hin. Guck an, da liegt was. Und das ist nicht freundlich. Da haben wir eine Tür. So. Im heimischen Dunkel. Upsala. Was war denn das gerade? Was hat denn da Lärm gemacht? Okay, der ist einfach gegen die Wand geflogen. Das macht Lärm. Das hat sie wahrscheinlich auch vorhin gemeint. Wir sollen uns erst die Sachen holen, bevor wir weiterziehen. Denn wir können dann nach rechts, nach links weiter. Und da haben wir noch einen Gegner. Dann gehen wir doch mal nach oben. Das war hier, da haben wir nämlich eine... Ne, das war hier. Da kommen wir gar nicht rein. Dann gehen wir erstmal nach oben. Sichern wir auf jeden Fall mal die Sache mit dem Schlüssel. Bevor wir jetzt noch entdeckt werden. Da haben wir den Typen. Dann kommen wir von hinten. Da ist ja mittlerweile die... Die Blockaden sind entfernt worden. Der Weg ist frei. Und du drehst dich natürlich um, ne? Was bringt dir nichts? Du kannst halt immer nur in eine Richtung gucken. Nicht in zwei. Anders als ich. Ich kann in alle Richtungen gucken und das gleichzeitig. In dem Spiel hier zumindest. Oh je. Das sieht verwirrend aus. Man kann es auch leicht übertreiben. mit den Fallen hier. Komme ich da hoch? Nein, das wäre zu einfach gewesen. Was machst du? Du gehst einfach nach oben. Und du fällst wieder mal mit diesem tollen Zacken unten dran. Nach unten. Die Frage ist, was bringt mir das? Nein, du fällst gar nicht runter. Du bleibst da. Okay. Dann lassen wir es auch drauf ankommen. Kriegen wir vielleicht angezeigt, wo die Fallen herkommen, tatsächlich. Boah, das ist ja echt viel. Wird ja gleich alles gleichzeitig ausgelöst. Ich glaube, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Kommen Maschinengewehre raus, die schießen laufend. Und dann muss ich das irgendwie mit dem hier blocken.
Na, das ist doch schon mal in eine gute Richtung gegangen, wie wir uns das gedacht haben. Gut gedacht. Jetzt gehört noch das gut gemacht dazu. Aber es ist schon eine nette Idee. Eine nette Idee. Jetzt nicht unten treffen lassen. Und nehmen sie wieder hoch. Wir machen gerade diese Schrägen hier ein bisschen Sorge. Ich weiß nicht so recht, was das mit denen auf sich hat. Aber die scheinen nichts Zusätzliches auszulösen. Das ist gut. Und hoch mit dir. Wunderbar, Checkpoint und Ziel erreicht. Sehr gut. Findet Lusans Tätowiernadeln. Erfolgreich erledigt. Guckt euch das an. Alle drei Siegel erwischt. Sehr gut. Ach, sieh mal an, was mir gerade auffällt. Bei den Punkten hier mit dem Dreieck. Das wandert. Also es hüpft nicht immer da hin und her. Sondern es wandert. Es ist nicht so wichtig. Aber doch schon ein Detail. Jetzt befreien wir Dosan. Jetzt nehmen wir uns auch den da unten an. Der möchte ja nicht vernachlässigt werden. Beinahe wäre er reingelaufen. Beinahe wäre er reingelaufen. Gucken wir mal, sind das Fallen? Das sind keine Fallen. Kriegen wir dich von da oben? Tatsächlich? Dann ist das ja keine so große Schwierigkeit. Aber immerhin das Risiko ist nicht mehr gegeben. Wunderbar, ey, das lief hier echt gut. Lief es am Anfang noch nicht so prickelnd, läuft das jetzt deutlich besser. Oben ist nichts mehr. Aber wir können oben und unten rum. Dann gehen wir oben rum. Draufsicht ist immer besser als das Gegenteil. Du bist keine Falle, oder? Ich werde hier langsam paranoid in diesen ganzen versteckten Fallen. Oh, ist das euer Ernst? Was ist das denn? Sah das bisher immer so aus? Jetzt habe ich schon gedacht, ihr habt hier eine Falle platziert. Nein, das sieht immer so aus. Ja, weiß gar nicht, warum das hier jetzt vorhanden ist. Wir hatten vorhin schon so wenige Punkte. Und diese eine mehr, da haut das jetzt auch nicht raus. Ja, werden es gleichermaßen handhaben wie vorhin. Aber wir haben eine neue Maske sehen. Der Pfad der Stille. Laufen verursacht keine Geräusche mehr und du kannst zwei Ablenkungsgegenstände tragen. Allerdings hast du keinen Platz mehr für ein Schwert. Oha. Keinen Platz mehr für ein Schwert. Wie erledige ich denn dann die Typen? Ablenkungsgegenstände? Das ist dann wirklich fürs Rumsneaken gedacht. Das wäre doch mal echt eine Herausforderung. Die Frage ist, macht das Sinn? Die Maske hat uns ja nicht sehr viel gebracht, also mit der kam ich echt nicht zurecht. Probieren wir die doch mal aus. Ablenkungsgegenstände. Wir haben hier die Fackel, die Rauchbombe, den Knallkörper. Die Box nehmen wir auf jeden Fall. Und die hier finde ich auch sehr hilfreich, gerade wenn es um Laserfallen geht. Oder auch diese Sniper mit ihren Lasern. So, jetzt haben wir kein Schwert mehr. Das heißt, wir können hier nicht mehr heimlich lynchen. Okay, da kann ich nur hoch. Komme ich dann noch weiter hoch? Nein. Checken wir die Sache ab. Und wir machen beim Laufen tatsächlich keine Geräusche. Eine interessante Maske, muss ich sagen. Sehr interessante Maske.
Jetzt wird nochmal hier die Weitsicht genutzt. Hier oben ist ein Gegner. Da ist ein zweiter wieder mit Leuchtfackel. Da haben wir Möglichkeiten, Gegner auszuschalten, wenn sie unten wären. Unten ist niemand. Okay. Da haben wir Licht. Da steht jemand. Das wäre der erste, den ich mir hole. Da sind noch zwei, da bewegt sich einer. Die Frage ist, wie weit bewegt er sich? Hoffentlich nicht sehr weit. Aber der Sandsturm ist schon eine interessante Erklärung, dass man hier mich nicht sehen kann. Das macht das Ganze ein wenig abwechslungsreicher. Es ist nicht immer die Dunkelheit, die einen schützt. Was? Ist das gerade dein Ernst? Ich dachte, er stünde nahe genug. Komme ich da hoch? He'll be back. Nein, komme ich nicht. Ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, wenn ich da hochspringe. Doch, tatsächlich. Jetzt gucken wir noch einmal, ob uns da oben einer sehen kann. Du stehst mit dem Rücken zugewandt und du läufst da herum. Und wir haben eine dieser Glocken. Boah, ich stehe da aber sehr nah dran. Leute, wisst ihr, was Dummheit ist? Es ist genau das, was ihr hier gerade seht. Ich stelle nämlich gerade fest, dass ich ja kein Schwert mehr habe. Genial. Okay, dann kommen wir da nicht weiter. Und so kommen wir auch nicht weiter. Das war nicht meine Intention. Aber okay. It's him. I've never seen a storm here. Hey! Aber weit gekommen bin ich. Ich bin weit gekommen. Naja, das kann man so und so sehen. Wir müssen hier jetzt eh einen Cut machen. Und ich hoffe, ihr hattet so viel Freude wie ich. Die nächste Folge wird auf jeden Fall, ich glaube, spannender und herausfordernder als diese hier. Auch wenn die letzten Momente schon ziemlich nervenaufreibend waren. Besonders in der letzten Folge. Da hat es, glaube ich, bis zu 3 Versuche gebraucht, bis man da vorangekommen ist. Diese Maske hier ist interessant. Und ich sage, bis auf dann.